mal wieder Movie von uns. Wir fahren ja gleich in die Schule. Sag hallo. Gussi, ich dachte, sag hallo zu den Leuten. Sagst du nicht hallo? Ja. Ja, wie, ja. Na gut, das Spiel noch ein bisschen. Wir fahren ja gleich in die Schule zur Anmeldung. Beziehungsweise, ist ja noch was? Und zwar, wir haben es Montag früh. Ich will mich nicht weiter zu den letzten Movies äußern. Ich sage nur eins dazu: Mein Kanal, meine Regeln, meine Bestimmung. Alles, was mich runterzieht, was mich, also ich gehe davon aus, es gibt einige Menschen, die sind negativ veranlagt. Die wollen wir, die lassen wir also, die sind mit sich so unzufrieden. Und wer mich damit runterziehen will, wird einfach gelöscht aus Feierabend. Ich diskutiere überhaupt nicht mehr rum. Ansonsten werden wir heute, werden wir demnächst ein paar Flecke machen, was wir so am Tag treiben. Und die werden wir dann hochladen. Ich weiß nicht, wie lange die Movies dann immer sein werden, aber ich mache jetzt einfach wild hin und her. Weil im Prinzip ist so, ich verdiene nichts. Und an sich geht mir das gegen den Strich, wenn mich Leute immer runterziehen wollen. Und das will ich ja nicht. Ich lebe hier glücklich, ich lebe zufrieden, ich bin mit mir völlig im Reinen, völlig alles easy. Ich bin glücklich. Und du bist auch glücklich? Alles okay? Ja, wie, sagst ja gar nichts. Das ist schon ein kleiner Schauspieler, glaube ich, ne? Ja? Bist du ein kleiner Schauspieler? Ja, ich hab den Mund voll. Ess mal ein bisschen. Hä? So wie gesagt, wir machen gerade Frühstück. Also Otto, ich habe ja schon gegessen. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt wegen der Schule. Und da müssen wir um 10 ist immer hin, jetzt ist es um 9. Alle Movies kommen jetzt immer einen Tag später. Wenn keins kommt, haben wir mal einen Faulenzer da eingelegt. Und somit lassen wir das so, wie es ist jetzt. Ne, Otti? Ansonsten würde ich sagen, mir geht sehr, sehr gut. Die letzten Tage waren ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was los war. Ich war ganz schön down. Hab fast nur geschlafen. Ich weiß es nicht, ob es an der Piekse liegt oder an weiß ich was. Noch meine Frau hat gerade Corona. Die liegt flach. Deswegen müssen wir jetzt die Arschbacken nochmal zusammenkneifen. Und müssen wir sehen, wie das ist mit dem Geld. Ansonsten würde ich sagen, haben wir Werbeblock rein. Ja, der Gimbal ist zu schnell für mich. Der macht manchmal, was er will. So rum. Hast du gekleckert? Ja. Da freust du dich noch. Wenn alles dreckig ist, freust du dich noch. Na, das ist ja ein Ding, ey. Ihr seht ja, die Oma hat sich auch hübsch gemacht. Ansonsten, wie gesagt, alles schick, alles schön. Ja, mit Essen geigelt man nicht rum, Schatz. Das machen wir nicht. Das ist nicht sehr schön. Da kommen ja alles Tiere her. Hä? Hast du keinen Hunger? So, also wir müssen jetzt noch Zähne putzen und dann gehen wir in die Schule und dann sehen wir uns bis später. Also, Werbung! Also sind wir nochmal, wir haben gerade, es ist so, wir haben die Anmeldung raus. Also, wir haben den jetzt angemeldet, müssen jetzt was Schriftliches ausfüllen und dann wird entschieden, ob sie nehmen oder nicht.
zeig mal hier die Schule. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, renn ein bisschen rum. Papa macht noch Filmchen. Also wir haben jetzt 200 Baht bezahlt für die Anmeldung. Da müssen wir jetzt noch ein Schriftstück ausfüllen, das müssen wir wieder herbringen und dann wird entschieden, ob sie nehmen oder nicht nehmen. Aber ich gehe davon aus, dass er genommen wird. So, die Aufstaffelung ist hier ein bisschen anders. Es ist so, dass, ich setze mich mal hin. Und zwar ist so, das erste Jahr kostet nicht so viel. Das erste Jahr kostet 25.000 plus, ja, weiß ich jetzt nicht, wie es mit Essen war, das haben wir noch nicht geklärt, oder zu trinken. Ansonsten 25.000 im Voraus und dann steigert sich das jedes Jahr, weil er ja in der ersten Klasse oder jetzt in der Vorschule nicht so viel Sachen hat und hin und her. Deswegen ist es ganz angenehm. Wir müssen jetzt das ganze Zeug noch nach. Papa. Ja, die Schüler da, ne? Also wo gehen? Ja, da müssen wir kurz hingehen. Ja. Aber die Schule ist eigentlich zu, wir können ja eigentlich nicht so rumspielen, ne? Da kannst du später hin. Das ist wahrscheinlich der Kindergarten hier. Oder die Vorschule. Aber das werden wir ja alles noch sehen. Ansonsten ist es gerade so, die Schule ist gerade geschlossen, weil Corona-Fälle waren. Und zwar geht die Schule los am 16. Mai, also es sind jetzt noch 2 Monate Sommerferien und dann können wir ja nochmal woanders gucken. Aber an sich sind wir hier ganz zufrieden mit der Schule. Ist jetzt nicht so weit weg von uns, ist das vor Leck. Also wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, bye bye Cup. Das ist für, wo ich eben drauf gezeigt habe, hier das Gebäude ist für die kleineren Schüler. Wo eigentlich Kamera hier verboten, aber ja, jetzt sind wir einmal dabei. Da lassen wir das so. Ich mache nochmal einen kleinen Rundblick. Es ist auch sehr schön. Es sind von mir zu Hause. Knapp 4 Kilometer, 10 Minuten Fahrt, das ist okay. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir es demnächst machen. Wir haben ja noch Zeit, aber an sich ist das ganz in Ordnung. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie es mit dem Haarschnitt war, weil die waren natürlich alle hier aufgeregt. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, dann machen wir Witzes Tages, hat es dir gefallen? Ja, ne? Waren nur keine Kinder da, ne? Ist gerade so wegen Corona. Aber am 16. Mai gehst du jeden Tag hierher. Also, so wie ich das verstanden habe, geht das schon ein paar Tage vorher hierher, aber nur stundenweise. Ist natürlich immer schwierig mit der Oma, wir haben zwar jetzt mit meiner Frau telefoniert, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Ich interessiere mich eher für Haarschnitt und ob sie eine Schule, wie wir das haben, mit Zuckertüte, ob wir dann eine Party haben oder irgendwas. Das könnte sie mir jetzt am Telefon nicht sagen. Ist natürlich auch mal ganz schön wild, wenn wir immer mit dem Telefon sprechen und hin und her. Also ich würde sagen, Witz des Tages. Was macht ein Keks, der keine Lust mehr hat? Der verkrümelt sich. Yeah. Daumen nach oben. Daumen nach oben.
Au! Okay, so, jetzt sind wir wieder. Ich werde das gleich hochladen. Wir haben es jetzt 10.20 Uhr und habe das neue 200 Batteich bezahlt. Ja, hier ist das Schriftstück und das müssen wir alles ausfüllen hier. Und dann wird entschieden. Also, was rübst du hier rum, Otti? Das ist aber nicht sehr schön. Ja. Nee, das ist nicht schön. Und. Also, wir müssen das alles ausfüllen. Das schicken wir jetzt nach Bangkok. Da füllt es meine Frau aus und schickt es zurück. Ich würde es ja mit dir ausfüllen, aber da gibt es eh nur wieder Theater. Also lasse ich das Details machen, wie sie das denken. Und damit ist gut. Ist ja, ist alles auf Thai. Also nicht alles. Hier ist alles auf Thai. Aber hier haben wir auch ein bisschen Englisch. Also wie heißt und hin und her. Ja, ist manchmal sehr komisch, ist, ihr seht es ja hier, ist, manchmal ist es auf alles auf Thai und dann habe ich hier nochmal eine Seite Englisch. Tja. Und das könnte ich ja ausfüllen. Otto, mit dem Besen. Otto, also ehrlich mal, mit dem Besen. Was sollte das? Ein Besen ist zum sauber machen da. Also da bin ich aber jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Hä? Ja, komm mal her. Komm mal her. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist okay. So. Und was hast du denn vorhin gesagt? Du freust dich auf die Schule? Ja. Das sind ganz viele Kinder. Ja. Und du lernst was. Ja. Ne? Aber müssen wir noch 2 Monate warten. Es ist gerade Schulferien. Es sind gerade Schulferien. Da ist zu. Da ist zu. Da ist die Schule zu. Da ist keiner an der Schule. Und dann kannst du halt den ganzen Tag spielen. Ne? Kuss da hier. Ist was da? Hä? Da ist was zu. Da, ob da Wasser ist? Ja. Ja, Wasser ist da auch, aber nicht zum Baden. Ja. Es sind nur Geräte zum Spielen. Ja. Na, also da freuen wir uns schon. Die Frau. Vielleicht kriegst du eine große Zuckertüte. Die groß. Na? Ja. Und du ist schon groß, ja. Jawohl. Also, ich würde sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, gern Abo da lassen. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, einige Comments werden einfach rausgelöscht, die mir nicht passen, die mich runterziehen. Also reißt euch zusammen, bevor ich gar keinen Comment mehr zulasse. Also könnt ihr euch überlegen, an alle negativen Leute, die mich runterziehen wollen. Ich schaffe da eh nicht, ich bin zufrieden und glücklich, alles schön, alles supi. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja alle gesund, bleibt mir ja alle treu und werdet alle, die mir gut gesonnen ist, werdet glücklich, glücklich, glücklich. Und der Rest geht mich nichts mehr an. Also, bis dahin, bye bye.